Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16. Ja, wir gehen gerade auf die Zielgeraden der Hinrunde zu. Und tja, es geht eigentlich nur noch darum, die Saison irgendwie über die Runden zu bringen für uns. Wir sind auf einer Aufholjagd, also es ist noch ein weiter Weg. Die Bayern sind schon weit, weit von uns entfernt. Und tja, wir müssen irgendetwas tun. Mal sehen, was wir da noch erreichen können. Es geht jetzt gegen die Düsseldorfer ins Ligaspiel. Also das, schätze ich mal, ist für uns machbar. Aber ihr seht schon, wir müssen an der Aufstellung deutlich was ändern. Denn wir haben viele, viele müde Spieler auf dem Platz. Das natürlich der Champions League geschuldet ist. Wo wir, naja, halt sehr viel opfern mussten. Ja, ich werde viel durchwechseln. Das seht ihr ja schon. Weigel, ich hoffe mal, es geht trotzdem gut. So, und Bellerin ist auch ziemlich müde. Bellerin, Opare, ach du Kacke. Lass mal da Van Loo spielen. Opare ist nämlich ziemlich müde. Für ihn nehmen wir Romero mit. So, ich würde sagen, da sind wir so gut wie durch. Lenglet ersetzt heute Tah in der Innenverteidigung. Und den Rest können wir, glaube ich, vorerst einmal so lassen. Nehmen wir Watkins einfach mal als Keeper mit. Oder sollen wir... Nee, wir nehmen nicht Watkins mit, sondern Sömmerström. Vielleicht haben wir den ja spielen lassen. Mal sehen, wie das Spiel so verläuft. So, eine kleine B11 also heute hier bei diesem Spiel. Ja, es ist endlich wieder Fußballzeit. Der DFB-Pokal ist vorbei mittlerweile. Ich hoffe mal, eure Mannschaft konnte sich in irgendeiner Weise durchsetzen. Die einen oder anderen hatten ja Riesenprobleme. Wie jedes Jahr im Pokal. Also wenn ich da an die Gladbacher zum Beispiel denke. Meine Güte, wer gedacht hätte, dass das Spiel so eng wird. Respekt. Naja, auf jeden Fall, Gladbach hat noch andere schwere Spiele vor sich. Jetzt zum Beispiel unter der Woche steht es ja wieder an. Ich glaube sogar, wenn das Video hier rauskommt, heute Abend. Nee, morgen, am morgigen Mittwoch. Heute das Video ist ja, glaube ich, am Dienstag, wo das rauskommen sollte, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. Und da geht es dann gegen die Young Boys Bern darum, das Ziel zu erreichen. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt gerade nicht. Wenn doch, tut's mir leid. Gerade nicht den Spielplan so auf dem Schirm, wann Gladbach genau spielt. So, jetzt aber immer Paulsen. Ah, schade. Ein Versuch war es wert. Ja, wo wir gerade Paulsen sehen. Liebe Leipziger, so wird das nichts mit der Bundesliga, wenn man schon gegen Dynamo Dresden in einem heißen Ostderby scheitert. Weil solche Spiele werdet ihr in der Bundesliga zuhauf haben. Und der läuft da mal einmal quer rüber, macht sich da frei. Kriegt er den auch? Nein. Also, die Anfangsphase gehört hier klar uns. Klare Sache, was die Augsburger hier auf den Rasen zimmern. Und Paulsen abgefälscht. Ah, ich bin eh gespannt, wie ein Schnitzel auf die Bundesliga mittlerweile. Weil alles, was uns erwartet da, das wird auf jeden Fall richtig heiße Spiele. Ich bin mal gespannt, wie die Bayern abschneiden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich glaube, dass die Bayern dieses Jahr alles andere als so leicht die Meisterschaft einfahren werden. Gut gespielt, Cialanoglu, das ist die Führung. Die verdiente 1:0 Führung hier in der ersten Viertelstunde. Wir haben ja ganz klar den Ton angegeben und das war dann die Konsequenz daraus. War aber auch super gespielt. Reingepasst, der Pass von Paulsen. Cialanoglu springt nicht drüber, sondern Frey liegt, springt drüber und Cialanoglu haut den dann per Direktschuss unten ins Eck. 1:0 also hier. Also die B11 funktioniert bisher. Und ja, nach der Gamescom, die jetzt ja auch vorbei ist, bin ich ganz ehrlich, ich bin zwar nicht gehypt, also das bin ich nie bei FIFA, weil man kennt es ja irgendwo. Aber ich freue mich dennoch riesig auf das neue FIFA. Denn ich habe das Gefühl, wir werden einen richtig guten Jahrgang haben dieses Jahr, dieses Mal.
Es wird sich viel verändern, optisch. Ja, geht's natürlich voran. Extrem voran, will ich jetzt mal nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall voran in der optischen Hinsicht. Physikalisch bin ich sehr gespannt drauf, da es auf der Frostbite basiert. Das ist ja einer der Stärken der Frostbite Engine, die starke Physik. Da bin ich mal gespannt drauf, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Dann die neuen Spielmodi, The Journey in Ultimate Team, gibt es reichlich neue Sachen, auch abseits des Platzes. Der neue Karrieremodus, ich bin mal gespannt, wie sich das neue Finanzsystem auswirkt und. Also das neue FIFA bietet richtig, richtig viel Neues. Also das muss man den Jungs von EA diesmal lassen. Dieses Mal hauen sie wirklich etwas ganz Neues aus dem Köcher. Und das ist genau das, was sich viele Fans sehr gewünscht haben. Endlich mal ein Fortschritt, eine Veränderung in Sachen. Boah. Ich habe Energie gegangen. Also das Spiel wird sich auf jeden Fall extrem weiterentwickeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Die meisten unter euch werden, viele werden natürlich sagen, schon wieder Fußball, was soll sich da großartig ändern? Leute, lasst euch gesagt sein, für einen Fußballfan ändert sich schnell mal etwas. Es braucht gar nicht mal viel, um so etwas zu merken und Spaß daran zu haben. So, jetzt aber mal zurück zum Spiel hier. Haben wir genug gequatscht, würde ich sagen, erst einmal. Es ist halt eine heiße Phase. Nur noch knapp ein Monat, dann werden wir ja Hand anlegen am neuen FIFA 17. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, auch auf meinem Kanal. Wie gesagt, wird es ja da auch mindestens zwei Let's Plays geben, die parallel laufen, allein zu FIFA. Wie ich das veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. In der Anfangsphase wird es wohl relativ viel. Wie jedes Mal in der Anfangsphase. Aber in FIFA werde ich dann wohl, also den Karrieremodus, so wie er hier ist, werde ich dann wahrscheinlich so beibehalten. Alle zwei Tage eine Folge. Und wie es mit The Journey aussieht, das bleibt abzuwarten. Da bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das geht. Vor allem, was uns dann später in The Journey erwartet. Und Ultimate Team, tja, was soll ich sagen? Ich bin nach wie vor nicht der große FIFA-Fan online. Frag mich nicht, warum das so ist. Vielleicht ist mir auch einfach mein Controller lieb oder... Oh, Fehler! Boah, haben wir ein Schwein! Leck mich fett! Das war meine 1000%ige für die Fortunen. Also Leute, so können wir nicht weitermachen, ja? Ja, also zu Ultimate Team, wie gesagt, ich... Schaue mal, wie und ob ich da vielleicht was machen werde. Ich habe es ja hier zu FIFA 16 anfangs auch gemacht. Also die Slower gehen noch mal richtig Gas gerade. War aber schnell enttäuscht, weil ich dachte, oh, der Draft-Modus war ziemlich cool. Aber als ich dann gesehen habe, was man dafür blechen muss und so weiter, war das schnell wieder Geschichte. Deswegen bin ich da vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich ein Let's Play zu Ultimate Team mache. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall werdet ihr da definitiv kein professionelles Let's Play sehen, so wie es andere machen. Mit, ihr müsst dies und das und jenes tun. Nein, sowas wird es bei mir nicht geben. So, Halbzeit hier. Und nun aber wirklich genug gequatscht. Jetzt müssen wir uns wieder auf das Spiel konzentrieren. Wir haben es ja in der Schlussphase gemerkt, da haben wir wirklich Probleme gehabt, hier den Ball in unseren Reihen zu behalten. Also, da müssen wir doch was tun. Ich würde sagen, Charlulu holen wir mal raus. Wir müssen Evangelista noch haben, so ist es. So, bringen wir Evangelista mal ins Spiel für Charlulu, der das Tor geschossen hat im Übrigen in der 13. Und seitdem sind wir irgendwo ein bisschen im Tempo zurückgefahren, habe ich den Eindruck. Aber das heißt ja nichts. Ich meine, unsere Elf. Boah! Hallo! Da kann man aber Geld für zeigen, mein Freund. So ist es auch. Geld für den Herrn Kister, für Maurice Kister von der Fortuna aus Düsseldorf. Okay, Ball annehmen wäre cool. Herr Weigel. Und das nächste Foul und... Ist das wieder der Kister? Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Nein. Es ist der Herr Gartner, der Herr Christian Gartner
Meine Güte, also die Fortuna holen sich gerade ein paar Karten ab hier. Ah, schade, die Flanke war nicht schlecht. Aber auch nicht gut genug. Evangelista holt sich eine gute Kugel. Setzt sich da durch erst einmal. Versucht, sweet. Leider ein bisschen zu nah an den Keeper herangezogen. Dadurch keine Gefahr. 55 Minuten sind bereits gespielt wieder. Und das nächste Spiel ist dann im Pokal für Düsseldorf gegen Leverkusen. Und das wird richtig heiß. Aber hier ist mal die dicke Möglichkeit, die nächste. Also die Fehler da hinten in der Abwehr sind teilweise echt gravierend. Erstmal rüber. Ja, die Fortunen stehen gerade richtig gut. Und das war stark. Schickt der Van Loo den jungen Mann in den Lauf. Van Loo, der Pass kommt nicht rein und es gibt Ecke. Schade. Wäre der Pass im richtigen Augenblick gekommen, wäre das bestimmt richtig gefährlich geworden. Düsseldorf wechselt direkt zweimal. Kramer und Zarrer kommen für Cristaldo und noch irgendwen. Und Torganada, ui, da musste der Keeper aber rankommen, ansonsten wäre das richtig gefährlich geworden. Keeper draußen und der Kopfball wäre auf jeden Fall aufs Tor gekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Stark von Paulsen, in die Defensive gearbeitet, gut rausgespielt. Und Frey, der ist schnell, der holt sich die Kugel. Technisch versiert, ja, schon, setzt sich da durch. Ja, dann nochmal, er kann aber, oh. Wieder der letzte Pass, der nicht sitzt. Hätte auch schießen können, aber aus dem Winkel halt schwierig. Schönen Körper vom Ginter da eingesetzt, aber dann spielt er den Ball nicht gut raus. Ah, kein Foul, alles gut. Ist in der Mitte ein bisschen Platz, der Abschluss dann aber keine Gefahr und... Dann Zeit für Wechsel. Und zwar bringen wir Hofmann für Michael Frey, der doch schon ziemlich müde ist. Und damit haben wir einen zweiten Sturm mehr oder weniger mittlerweile auf dem Platz, weil ja zum Beispiel unser guter Lukaku heute eine Pause bekommen hat von uns. Tja, das war jetzt mal gar nicht gut. Von Hazard war es, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Mutig. Ja, ich dachte, ich wollte erst den Keeper tauschen, aber bei nur 1:0 ist das ein bisschen riskant. Da müssen wir dann doch schauen. Boah, schön gelupft, aber wieder gut verteidigt. Wieder mal gut verteidigt von den Düsseldorfern. Die Düsseldorfer machen das richtig geschickt. Bis hierhin. Boah, what the fuck? Die Düsseldorfer geben gerade schon richtig Gas hier nach vorne wieder. Wir müssen da echt aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr unter Druck geraten. Baba, zu lang gespielt. Nächste Möglichkeit für die Fortunen. So, nee, die Abwehrregel aber sehr defensiv jetzt. Wir gehen nicht mehr allzu viel nach vorne, weil das ist mir zu riskant. Konter ja, geklärt fürs Erste. Und jetzt haben wir vielleicht die Chance auf einen Konter über Paulsen. Und da mal Hofmann und... Wow! Ui, hat er da den Ball gespielt? Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall war es eine kritische Szene. 5 Minuten noch. Und dieser Dreier ist natürlich mehr als wichtig für uns. Also den müssten wir schon nach Hause bringen. Wenn wir die Hinrunde halbwegs gut abschließen wollen. So, Evangelista nun mit vorne im Strafraum. Evangelista! Und der Keeper hält diese Kugel. Er versucht das selber. Mai, oh mai. Und dann dreht der Ball sich am Tor vorbei. Mein lieber Herr Gesangsfeind, hier geht es richtig zur Sache. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Konter unterbinden. Das tut Yusuf Poulsen auf Kosten einer gelben Karte.
den Ball nicht sauber geklärt. Müssen wir aufpassen. Aber gut gemacht. Schöne Palle. Aber dann, was macht ihr denn da? Was war das für ein Pass? Aber ist auch egal. Ball ist schon wieder weg. Geht nochmal ein Angriff. Aber ich würde sagen, das war's für diese Partie. Dieser Sieg dürfte unser sein. Und das macht... Wow. Hat er richtig stark gemacht. Und der Schluss. Am Ende nur ein 1:0. Aber halt ein 1:0. Und das ist entscheidend für uns. 3 Punkte. Genau das, was wir brauchen. Cialolo, der Torschütze, früh im Spiel. Und aufgrund der zweiten Halbzeit geht das, glaube ich, auch in Ordnung. Denn da haben wir das Spiel relativ gut kontrolliert. Zu Ende gebracht. Auch wenn vielleicht mehr drin gewesen wäre. Tja, 0:1. Der Erfolg. Und damit sind wir natürlich in der Tabelle jetzt wieder auf Kurs. Champions League zumindest. Nachdem wir wirklich Schwierigkeiten hatten, in die Saison zu kommen. Mit unserer Niederlagenserie und. Also da ging ja wirklich einiges in die falsche Richtung. Jetzt geht's in den Pokal. Da wird es auch wieder richtig heiß. Hoppala, da wollte ich gar nicht. Ich wollte hier Bundesliga-Tabelle mal eben schauen. Es sind noch nicht alle gespielt, aber durch unseren Sieg ziehen wir gleich mit Bayer Leverkusen. Haben jetzt 31 Punkte. Stehen nach wie vor auf Platz 4. Sichern nach unten hin ab, auch wenn Dortmund, Wolfsburg und Hoffenheim noch spielen unten drinne. Auch die Bayern spielen noch im Übrigen, also nicht wundern, dass nur 8 Punkte sind, aber Bayern spielt halt noch. Unten in der Tabelle Gladbach könnte mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen und Hannover könnte sich sogar ein bisschen Luft verschaffen. Also die Abstiegszone beginnt bei Düsseldorf, dann Leipzig, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Gladbach und die Kölner ganz unten. Also da unten ist richtig, richtig Zunder drinne. Da bin ich echt mal gespannt, wie die Saison noch so verlaufen wird. Erstmal haben wir hier noch eine Mail. Spieler verletzt? Nein. Nachricht von Spielern. Draxler ist froh, dass ich ihn draußen gelassen habe. Ja, hallo, du warst schon ein bisschen K.O., würde ich mal sagen. Und nun geht's gegen Duisburg im Achtelfinale. Wir können zwei Spieler verlieren, Kuh und Baba. Ja, gut, ich kann ja mich ja mal um die Verträge kümmern. Einfach deswegen, damit wir dann nicht irgendwen verlieren. Das wäre nicht so prickelnd in Bezug auf die Rückrunde. Deswegen. So. Erstmal Baba. Das ist erstmal ein wichtiger Vertrag. Und die Saison an sich. Duisburg gegen Augsburg geht's jetzt weiter. Wir spielen Mittwoch, sprich, es gab schon Spiele. Wir können ja mal eben reinschauen. Diese 4 Spiele gab's schon. Die 60er schlagen Heidenheim. Düsseldorf unterliegt gegen Leverkusen. Frankfurt unterliegt Freiburg und der HSV schlägt Leipzig. Und jetzt kommen die richtig großen Namen noch mit Bayern, Dortmund und Augsburg. Ja, wenn man diese Spieler so betrachtet, natürlich ist es ein großer Name in dieser Hinsicht. So, den Pokal wollen wir natürlich erreichen, die nächste Runde, das Wiegen. Gute Papa, Paulsen, Volland ist wieder mit dabei. Volland lassen wir auch direkt spielen für Chamberlain, der kommt aber mit. Und Dominic Kor kommt für Weigel mit, der ein bisschen müde ist. Und ja, den Rest lassen wir so. Wir wollen jetzt nicht so viel ändern an der Mannschaft. Parallelspiel ist Köln gegen Ingolstadt, schade. Die Bayern sehen wir leider nicht, was die machen. Aber jetzt geht's direkt rein, denn wir wollen ja direkt in Runde 2 oder er sagt 3 ist es ja für uns dann schon. Oder ist das schon Runde 4? Ich weiß gerade gar nicht. Die Lums und tja, rein geht's in das Pokalspiel hier in Duisburg. Morning Tyler, Alan Smith, das kennen wir ja schon. Das sind die Pokalspiele heute noch. Am heutigen Abend. Ich bin mal gespannt, wie die Duisburger sich gegen uns schlagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir locker und lässig durchkommen. Aber der Pokal hatte seine eigenen Gesetze. Das haben wir ja mal wieder kennenlernen dürfen am letzten Wochenende. Das ist so ein Grund, warum ich mir eigentlich die dritte Liga auch wünsche in FIFA. Weil ich es einfach mag, wenn der Pokal auch ein paar No-Names dabei hat.
natürlich für die dritte Liga. Da sind viele bekannte, alte, klassische und Traditionsmannschaften dabei. Ich will natürlich nicht sagen, dass ihr keine No-Names seid, aber halt, mit denen man nicht rechnet. Und das würde den Pokal hier vor allem in FIFA extrem aufwerten, meiner Meinung nach. Aber gut, zumindest auf Bundesliga-Ebene oder deutscher Ebene. So, Johannes Geis, 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 Geis! Und der Nachschuss! Was war das? Vorland, was war das? Das war doch kein Schuss! Das war ein... Was war das? War bestimmt kein Schuss! Alter! Vorland, das kannst du besser! Aber man sieht schon, die Qualität ist deutlich größer auf unserer Seite. Also da können wir uns, ja, zurücklehnen will ich natürlich nicht sagen, aber können wir uns auf jeden Fall im sicheren Fahrwasser bewegen. Das war stark von Volland, aber jetzt wird es eng hier gerade. Kommt er nicht durch, aber holt sich die Kugel, bringt die Flanke, der war abgefälscht. Torwart springt vorbei und dann ist der Ball drinne. Eieiei, da sah der Keeper gar nicht gut aus in dieser Szene. Oh, 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 natürlich, auch der Kopfballversuch von Volland. Und dass der Ball dann genau durchspringt, tja. Auf Cialalolo, der da ganz frei steht. Und der muss nur noch ins leere Tor köpfen, weil der Keeper ja nicht mehr vor Ort ist. 1-0, wieder mal die 13. Minute und wieder Cialalolo. Ich habe gerade ein Déjà-vu zu gerade zum Bundesligaspiel gegen Düsseldorf. Nur mit einem Unterschied, also Düsseldorf hat deutlich mehr zustande gekriegt als die Duisburger hier bisher. Duisburger mit Riesenproblemen. Ich glaube, die haben noch nicht einen Pass wirklich nach vorne gebracht. Es war bisher ein Spiel auf ein Tor hier. Und Draxler auf den kurzen und das gibt Ecke. War keine gute Flanke von ihm, aber nun gut. So, Johannes Geis, Kopfball hier und schade. Ich weiß gar nicht, wer es war nicht Tah. Es sah so aus, aber er war es nicht. Und wieder ist der Ball bei den Augsburgern, die das Spiel mittlerweile hier komplett kontrollieren. Boah, ich wollte schon sagen, das muss man aber pfeifen. Es gibt auch die gelbe Karte für den Duisburger, für Dennis Grote. So, Cialalolo probiert es jetzt. Natürlich aus der Entfernung. Kann das! Und er ist drin! Was ein Freistoß! 2-0. Hakan Cialalolo zum zweiten heute. Und was für ein Ding wieder. Er kann es einfach. Er hat es drauf. Und der passt. Genau. Noch einmal. Für den Keeper nichts zu halten. Der war einfach zu genau gezielt. Jetzt sehen wir es genau. Da kommt der Ball geflogen. Für den Keeper gibt es einfach nichts zu holen. Der war einfach perfekt geschossen. 2-0. Hier. Nach 23 Minuten. Und damit nimmt das Spiel natürlich seinen Lauf. Wieder der Ball weg. Wieder der Ball in den Reihen der Augsburger. Raus auf die Außen. Oh, das war kein guter Pass. Ausnahmsweise mal. Also ich sag's mal so, hätte Duisburg länger das 0-1 oder sogar das 0-0 gehalten, hätte ich mir vielleicht irgendwie Sorgen gemacht. Aber bei 2-0, ich meine, so viele Gegentore werden wir nicht kassieren. Nicht gegen eine Mannschaft, die offensiv so rein gar nichts zustande bringt bisher. Jetzt vielleicht mal ein Angriff der Duisburger. Mal sehen. Ja, sie kommen immerhin mal in den Strafraum. Aber gefährlich sieht anders aus. Das war mal, naja, immerhin eine leichte Torannäherung der Duisburger. So, Kevin Volland auf Frey, der Himmel noch eins. Ja, wir müssen uns einfach ein bisschen wieder unsere Stärken besinnen, nicht so offensichtlich voranstürmen. Und
Und ich sag mal, egal, was als nächstes kommt, das nächste Spiel wird definitiv schwerer im Pokal. Hier und heute können wir uns auf jeden Fall auf unseren Lorbeeren zwar noch nicht ausruhen, aber auf jeden Fall steht es jetzt 3-0. Und das war stark von Volland. 3-0, 39. Spielminute. Stark gemacht von Kevin Volland. Trifft den Ball natürlich auch perfekt. Und so steht es. Nach 39 Minuten einmal mehr 0-3. Also Duisburg wird hier nicht viel erreichen können. Vielleicht ziehen sie noch einen Ehrentreffer hin oder so, aber mehr auch nicht. Ich weiß es gar nicht, haben wir unseren Ersatzkeeper dabei? Es wäre schön, wenn wir ihn dabei gehabt hätten jetzt. Dann hätte ich ihn spielen lassen können. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht dabei. Ärgert mich gerade ein bisschen. Tja, und das ist alles, was Duisburg anzubieten hat. Da ist nicht sonderlich viel. Bisher nicht ein Torschuss, nicht eine gefährliche Szene. Jetzt wechseln wir mal die Seite. Frey auf Volland, den Torschützen. Zum 3-0, der sich da gut vorbeistiehlt. Aber die Flanke ist dann zu ungefährlich. Tja, 3 Minuten sind durch. 3 Minuten Nachspielzeit sind gleich durch, wollte ich sagen. Und tja, was soll ich sagen? Liebe Duisburger, es dürfte 4 Tore aufholen. Lukaku 4-0. Also hier wird es deutlich. Da ist ein Klassenunterschied deutlich zu merken. Tja, wer gegen Chelsea 6 macht, wer gegen PSV Eindhoven 5 macht, kann halt auch mal gegen Duisburg Klasse 4 machen. Bis jetzt zur Halbzeit, also da geht ja noch mehr. Aber ich werde selbstverständlich ein klein wenig wechseln. Wir müssen ja nicht mit der Top 11 hier weitermachen. Ich überlege gerade, wen wir da am besten bringen. Bringen wir Opare für Baba. Und Shalalulu, der hat ja seine Arbeit voll richtet. 2 Tore. Hattrick geht eh nicht mehr. Beziehungsweise kein Lupenreiner. Ja, viel wird hier nicht mehr passieren. Duisburg wird ausscheiden gegen richtig starke Augsburger. Und der FCA wird wie zu erwarten in die nächste Runde einziehen und dementsprechend da auf den nächsten Gegner warten. Ich bin gespannt, wer es ist. Die kleinen Mannschaften nehmen langsam, Entschuldigung, werden langsam immer weniger im Starterfeld. Und jetzt kommt Julian Draxler, Draxler mit der nächsten Möglichkeit. Der war nicht gut. Der umso besser. Aber jetzt wird es gerade schwierig. Die Außenbahn gut zugestellt. Man merkt, dass Duisburg Schadensbegrenzung betreiben will. Sie stehen jetzt merklich defensiver. Wow. Aber es geht so weiter wie in Halbzeit 1. Nur in eine Richtung. Wow, der war stark von Dennis Grote. Gut gemacht. Aber hier Johannes Geis eiskalt in der Verteidigung. Und schon geht's wieder nach vorne. Unser nächstes Spiel, wie ihr seht, gegen Eintracht Frankfurt. Und oh, Alter. Das muss man pfeifen. Und es gibt die nächste gelbe, diesmal für Rolf Fälscher. So, nächster Freistoß, nächste Möglichkeit. Wow, auch da hat nicht viel gefehlt.
Das geht. Abstoß. Schade. Tja, der MSV hat sich das anders vorgestellt heute. Und da gibt es die nächste Karte wahrscheinlich. Da wird es doch ein bisschen bunter. Julian Draxler diesmal mit Gelb bedacht. Ich glaube, er fehlt uns dann in der Bundesliga, weil hier ist es ja leider so bei FIFA, dass die nationalen Wettbewerbe leider nicht bei der Gelbauslegung voneinander getrennt sind, was ich wirklich schade finde. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit, auf die ich, wo ich ein Auge zudrücken kann. Das ist jetzt nicht so wichtig. Manchmal ist das auch ganz interessant. Boah, sehr eng dort. Also ich sehe gerade da nur Duisburger im Strafraum fast. Also das ist schon Wahnsinn. So, ich würde sagen, wir wechseln. Und zwar der letzte Wechsel ist dann Paulsen für Frey, weil Frey ist doch schon ziemlich müde. Jetzt Kevin Volland. Und weg ist der Ball und dann geht er auch schon weiter hier. Ja, wir haben auf jeden Fall zurückgeschraubt, also natürlich. Was soll ich hier auch noch großartig Gas geben, hier nach dem 4-0. Und, boah, hätte nicht gezählt, wäre abseits gewesen. Schade. Wäre aber mal ein geiles Tor gewesen. Eigentlich sollte der Ball da gar nicht hin, aber gut, wenn der Ball da hinkommt, ist natürlich noch schöner. Wenn er da noch drin ist, noch besser. Also, 4-0 hier in einem Spiel. Joa. Mit einer Mannschaft und einem Sparringspartner. Boah! Ah, da war Ginter gerade ein bisschen übereifrig. Und direkt nochmal. Und jetzt kriegt Ginter auch die gelbe Karte. Natürlich. Matthias Ginter mit der gelben Karte. Und das dürfte nochmal Ecke geben. Oder auch nicht, sah für mich in der Ecke aus. Aber gut, Abstoß nehme ich auch. Oh, stark gemacht, richtig stark. Jetzt wird es mal richtig brenzlig. Also die Duisburger geben nochmal Gas hier am Ende der Partie, wollen nochmal zeigen, was sie können. Finde ich schön, tut dem Spiel gut. Aber das Pokal aus ist nicht mehr zu verhindern. Eieiei. Es ist nach wie vor ein Spiel in eine Richtung. Ich weiß gar nicht, hat Duisburg mittlerweile überhaupt irgendeinen Torschuss? Ich weiß es gerade gar nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, zumindest an keinen gefährlichen. Nur an eine missglückte Flanke kann ich mich erinnern. Ah, die Duisburger machen das hier in der zweiten Halbzeit sehr geschickt. Aber so ist der Ball schon wieder weg. Und Lukaku versucht es nochmal, aber es wird auch nichts mehr. Ah, das war jetzt mal nicht gut verteidigt. Und da hat die Abseitsfalle nicht funktioniert. Jetzt vielleicht ein Torschuss. Ein Torschuss mit der letzten Sekunde sozusagen. Der Torschuss, wo ich sagen würde, hey, der war da mal richtig gefährlich. Und das war's dann. Ein 4-0 am Ende. Nach der ersten Halbzeit hatte man ja schon mit mehr befürchtet, aber am Ende ist es ein erwartetes, standardgemäßiges 4-0. Alles gut, alles locker. Die Fans sind zufrieden. Schalke hat natürlich viel dazu beigetragen. Zwei Schüsse waren es am Ende von den Duisburgern aufs Tor. Ballbesitz nur 53%. Ich hatte gefühlt mehr. Naja.
Hauptsache gewonnen. So, die anderen beiden Spiele, der Dortmunder und der Bayern, der hat gerade angepfiffen. Köln schlägt Paderborn. Dortmund und Bayern schaffen ebenfalls den Einzug in die nächste Runde. Dortmund mit einem 2:1, die Bayern mit einem 2:0. Dann schauen wir nochmal eben ganz schnell, wie die nächste Runde denn so ausschaut. Nachdem wir kurz hier das Turnierpreisgeld natürlich einstreichen. Ein Spieler ist gesperrt, das ist Julian Draxler, wie ich es erwartet habe. Das finde ich noch ganz schön, wenn das während der laufenden Partie angezeigt würde, sprich so Misses Next Match. Fände ich ganz schön, wenn es das geben würde. So, deutscher Pokal, da sind nochmal alle Ergebnisse im Überblick. Unser nächster Gegner könnte 60 München sein, Leverkusen, Freiburg, Hamburg, Köln, Bayern oder Dortmund sein. Also, da sind drei Namen dabei, auf die kann ich verzichten, den Rest, den nehme ich gerne mit. Und es ist 60 München, das wahrscheinlich leichteste Los, was wir hätten kriegen können. Das ist natürlich schön für uns. Freiburg trifft auf Leverkusen, dann kommt es zum Megakracher Bayern gegen Dortmund und der HSV trifft auf den ersten FC Köln. Ja, gut, das war's dann, würde ich mal sagen. Und alles Weitere gibt's dann in der nächsten Folge. Da gehen wir dann ins letzte Spiel der Hinrunde. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 16. Haut's rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.